schon mal ganz herzlich bedanken für diese Einladung. Ich spreche hier für alle Christinnen und Christen dieser Stadt, nicht nur für meine Konfession. Ganz herzlich begrüße ich alle hier Anwesenden, besonders aber diejenigen, die selbst ukrainische Wurzeln haben oder aus der Ukraine stammen und unsere Mitbürger und Mitbürgerinnen sind. Eine wirtschaftlich starke Macht, einflussreich in der Welt und mit vielen Ländern, ja durch Geschäfte, durch Handel verbunden, marschiert in ein kleines Nachbarvolk ein, unter fadenscheinigen, unter verleumderischen Begründungen, es gäbe dort Nationalsozialisten, es wären dort Nazis. Aber tragischerweise erinnert mich das so verdammt nochmal an das, was diese Nazis damals getan haben, nämlich in ein kleineres, schwächeres Land einzumarschieren, damals am 1.9.1939 unter dem Vorwand, dieses kleine Land wollte Deutschland angreifen. Genauso verleumderisch ist das, was Putin hier behauptet und womit er sich Zugang gewaltsam zu seinem Nachbarland schafft. Bedrohlich war er immer für uns in den letzten Jahren. Dass es bedrohlich war für die Ukraine, das wissen wir spätestens seit 2014. Aber wir haben weiter Handel betrieben, wir haben weiter verhandelt. Verhandeln ist ja gut, aber wir haben es auch getan, weil es für uns bequem ist. Weil wir günstiges Gas, weil wir günstige Rohstoffe haben und auch unsere Ware verkaufen möchten. Was also ist jetzt zu tun? Solange dieser Krieg herrscht, keine Geschäfte mehr mit Russland, auch nicht über Dritte. Verzichten wir, schränken wir unseren Gasverbrauch ein und wenn wir die Heizung ein paar Grad runterdrehen. Misstrauen wir, wenn jemand Putin verharmlost. Und vor allen Dingen tun wir das, was wir jetzt heute hier tun. Und ich freue mich, dass es so viele sind, die hier hingekommen sind. Stehen wir zusammen. Stehen wir auch hinter den Politikerinnen und Politikern, die in diesen Tagen deutliche Worte gefunden haben. Ob es unsere Außenministerin ist, ob es unser Bundeskanzler ist, wer auch immer es ist, mögen Sie es nicht nur vor deutschen Fernsehkameras tun, sondern auch denen ins Gesicht sagen, die es angeht. Und stehen wir dabei hinter Ihnen. Es gibt große Traditionen in unserem Land, nach dem Zweiten Weltkrieg dies zu tun. Wir stehen ja auf Einladung der SPD. Und ich verneige mich vor Willy Brandt, der wie kein Zweiter den Frieden gefördert hat in seiner ganzen politischen Arbeit, vor allen Dingen den Frieden und die Aussöhnung mit dem Osten in den 60er und 70er Jahren. Ich verneige mich aber auch vor allen anderen, die aus anderen Parteien und anderen Traditionen stammend für Frieden und Gerechtigkeit eingetreten sind, für alle, die dafür gesorgt haben, dass es nie mehr Krieg geben sollte. Auch ich habe die Erinnerung von Frau Fischer-Kiepenhahn, dass ich zu Beginn der 80er Jahre auf die Straße gegangen bin, den Kriegsdienst verweigert habe, weil wir nicht wollten, dass es Krieg gibt, weil wir auch nicht uns diesen Ost-West-Konflikt zu eigen machen wollten. Leider ist gerade jetzt in Osteuropa, gerade jetzt von Russland ausgehend diese schreckliche Aggression entstanden. Und deshalb stehen wir zusammen, stehen wir hinter allen,
die Frieden suchen und Frieden wollen und sich für Frieden einsetzen. Und lassen wir uns das, ich habe es eben schon angedeutet, auch persönlich etwas kosten. Als Christinnen und Christen müssen wir hinter allen stehen, die den Frieden suchen und sich für echten Frieden einsetzen, denn das hat uns unser Religionsstifter Jesus Christus ins Stammbuch geschrieben, mit den Worten der Bergpredigt und mit seinem eigenen Leben und Sterben für den Frieden, für eine neue Welt, die Welt Gottes. Und deshalb möchte ich auch mit einem Gebet schließen. Verzeihen Sie mir das. Ich tue es für alle Religiösen und Glaubenden unter uns, denn es sind Worte, die nicht nur christlich sind, die alle Glaubenden mitbeten können und alle Nichtglaubenden vielleicht zumindest gut anhören können. Es ist das diesjährige ökumenische Gebet der Initiative Friedensgebet. Geschrieben von einer afrikanischen, von einer kenianischen Ordensschwester. Gütiger Gott, wir sehnen uns danach, miteinander in Frieden zu leben. Wenn Egoismus und Ungerechtigkeit überhand nehmen, wenn Gewalt zwischen Menschen ausbricht, wenn Versöhnung nicht möglich erscheint, bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. Wenn Unterschiede in Sprachen, Kultur oder Glauben uns vergessen lassen, dass wir deine Geschöpfe sind und dass du uns die Schöpfung als gemeinsame Heimat anvertraut hast, bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. Wenn Menschen gegen Menschen ausgespielt werden, wenn Macht ausgenutzt wird, um andere auszubeuten, wenn Tatsachen verdreht werden, um andere zu täuschen, bist du es, der uns Hoffnung auf Frieden schenkt. Lehre uns gerecht und fürsorglich miteinander umzugehen und der Korruption zu widerstehen. Schenke uns mutige Frauen und Männer, die die Wunden heilen, die Hass und Gewalt an Leib und Seele hinterlassen. Lass uns die richtigen Worte, Gesten und Mittel finden, um den Frieden zu fördern. In welcher Sprache wir dich auch als Fürst des Friedens bekennen. Lass uns unsere Stimmen laut vernehmbar sein, gegen Gewalt und gegen Unrecht. Amen. Stehen wir gemeinsam ein, egal aus welcher weltanschaulichen Richtung wir kommen, gemeinsam ein für den Frieden in der Ukraine und überall auf der Welt. Ich danke Ihnen.